Herzlich willkommen zum Videotutorial Alpland Landschaftsplanung. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Projektidee mit Alpland schnell und einfach umsetzen können. Hier sehen Sie eine Visualisierung vom entsprechenden Projekt. Erfahren Sie im nächsten Film, wie Sie diese erzeugen. Als erstes wollen wir nun ein neues Projekt eröffnen. Wir vergeben hierzu die Projektnummer und den Projektnamen und wählen speziell für den Gartenlandschaftsbau die entsprechende Projektvorlage. Einfache logische Funktionen unterstützen Sie bei der Planungsarbeit, zum Beispiel beim Konstruieren, 3D-Modellieren, Geländeplanung oder bei der Bepflanzung. Verschiedene Assistenten mit verschiedenen Vorlagen speziell für den Gartenlandschaftsbau vereinfachen die Planung nochmals. Hier sehen Sie verschiedene Pflanzobjekte oder Assistenten für die Umgebungsgestaltung oder für verschiedene Farbvarianten, welche beim Entwurf doch wertvoll sind. Weiters finden Sie in der Bibliothek hunderte verschiedene Pflanzobjekte wie Bäume, Sträucher in verschiedenen Ansichtsarten oder Grundrissdarstellungen. Als nächstes möchten wir den Katasterplan importieren und wählen hierzu die entsprechende Ebene. Den Kataster kann man doch als DWG-Datei importieren oder in unserem Fall möchten wir diesen vom Geoportal als PDF in Alpland einfügen. Ich habe mir diesen heruntergeladen und kann diesen nun einfach via Drag and Drop in Alpland integrieren. Im nächsten Schritt habe ich den mal transparent gestellt und orthogonal hergedreht und ich kann nun erste Informationen daraus abgreifen, wie zum Beispiel ein Längenmaß oder hier die Grundstücksfläche vom Bestand mal auswerten. Sie sehen, das ist sehr einfach, man muss hier nicht ein großes Zusatzwissen haben und bekommt halt so erste Flächen- und Streckeninformationen einfach aus den importierten Daten ermittelt. Als nächstes vektorisieren wir die importierte Situation aus dem Geoportal. Hier nutzen wir die Vorlagen aus den Assistenten. Durch einfaches Abgreifen der Geometrie und nachträgliches Anpassen auf die genauen Maße haben wir so schnell bestehende Gebäudeteile oder zum Beispiel dann auch unser Gartenprojekt umgesetzt. Die konstruierten Daten kann man jederzeit verändern, indem man die anklickt und in der Eigenschaftspalette zum Beispiel die Formateigenschaften anpasst, dass hier ein Dachvorsprung zum Beispiel gestrichelt dargestellt wird. Hierzu haben Sie verschiedene Liniendefinitionen in den Assistenten, welche Ihnen als Vorlage für verschiedene Gebäudeteile oder zum Beispiel Platzgestaltungen, Außentreppen und so weiter dient. Nach kurzer Zeit haben Sie hier dann Ihre Konstruktion gemacht und es können zum Beispiel einzelne Teile beschriftet werden oder bemaßt werden. Hierzu stehen auch die entsprechenden Funktionen zur Verfügung, wo man einfach zum Beispiel hier etwas anschreiben kann, diesem Beispiel der Schattenplatz mit der Chaussierung. Im Weiteren folgt nun die farbige Ausgestaltung. Wir blenden uns hierzu die Ebene für die Farbflächen ein und wollen hier mal die Rollrasenflächen, die wir hier haben, vom Spielplatz und von der Liegefläche farbig anlegen. Ich greife hierzu auch die entsprechenden Flächenelemente aus dem Assistenten ab und habe hier sehr schnell die entsprechende Flächengestaltung gemacht. Ich kann hier einfach jetzt die Flächen abgreifen und einige Maße schon mal herauslesen. Wir können das auch automatisieren, indem wir eine Mengenermittlung hinzuziehen. Das sind sogenannte Reports in Alpland. Ich beschrifte hier zum Beispiel den Plattenbelag im Poolbereich und kann jetzt im Anschluss die Mengenliste aufrufen und bekomme hier von allen Belägen einen entsprechenden Report-Auszug mit den Flächenmaßen oder Materialflächen, die wir hier benötigen. Diese können Sie ausgeben als PDF oder Excel für weitere Bearbeitungen. Auch das Ganze ausgestalten möchten wir noch. Wir nehmen hierzu verschiedene Pflanzobjekte, zum Beispiel hier Schattenbäume, setzen die im Liegebereich vom Pool noch ab und können so halt das individuell ausgestalten. Ihren ganz persönlichen Charakter geben Sie im Projekt mit Musterlinien. Hierzu können Sie mit einem Polygonzug die bestehenden Flächen nochmals abgreifen und hier ein Muster entlang zum Beispiel der Grünflächen setzen. Wir möchten noch Möbel in unser Projekt hinzufügen, damit wir den Bauherrn
die Projektidee visualisieren können. Als nächstes kümmern wir uns um das Layout. Wir haben hier bereits mal einen Plankopf abgesetzt. Diesen können Sie einfach doppelklicken und noch einige Änderungen hinzufügen oder zum Beispiel Ihr persönliches Bürologo hinzufügen. Mit der einfachen Schnelldruckfunktion bereiten Sie den fertigen Plan auf. Hier haben Sie die Möglichkeit, direkt auf ein Druckgerät den Plan zu senden oder zum Beispiel ein PDF zu erstellen. Durch einfaches Herschieben können Sie den Plan auf dem Blatt platzieren und schlussendlich Ihr PDF erzeugen, welches Sie wiederum dem Bauherrn senden können. Die PDFs bleiben intelligent, das heißt bestehende Ebene, die Sie in Altplan definiert haben, können im Nachhinein im PDF ein- oder ausgeschaltet werden.